Du hast ja selber auch viel moderiert und allgemein für die ganzen Projekte, die du gemacht hast. Was viele halt nicht wissen und was Robin vorhin auch schon gesagt hat in seiner geilen Rede, ist, dass David mal Schuhverkäufer war. Und wie waren die Zeiten? Also vom Schuhverkäufer zu solchen großen Formaten, das muss man halt auch erstmal schaffen. Also das heißt, tatsächlich war ich nicht Schuhverkäufer, sondern ich habe während des Studiums habe ich einen Nebenjob gemacht und war Sicherheitsmann in einem Schuhladen. Mhm. Und es wurde irgendwann so langweilig, weil in diesem Schuhladen nichts passiert ist, weil da kommen halt hauptsächlich Frauen rein und keine davon mit einem Baseballschläger, die jemand anders töten will. Deswegen habe ich nichts zu tun gehabt und habe dann irgendwann gesagt, komm, ich berate jetzt die Menschen. Hatte zwar keine Ahnung, aber ich habe dann mitgeholfen und dann irgendwann habe ich mich sogar an die Kasse gestellt und habe Schuhe mit abkassiert. Ja. Das ging so 2 Monate, war so mäßig erfüllend, aber was man damals halt getan hat, um an Kohle zu kommen. Es ist schon sehr geil auch, also vor allem vom Sicherheitsmann zum Schuhverkäufer. Innerhalb von einem Monat. Das muss man mal nachmachen. Das muss man auch mal schaffen. Also das ist fast eine Karriere, das ist eine Bilderbuchkarriere. Ich glaube, da haben viele. Hier kommt, ist gerade Kamerakind Robin gerade unterwegs. Mit einem sehr langen Rohr. Vorne ist eine GoPro dran, glaube ich. Ich will nur die brennende Haut einfangen. Und, ja, bitte. Guck mal, guckt euch das mal an. Guck mal. Leute, es schält sich schon was. Wenn ich noch ein bisschen kratze. Da. So. Vielen Dank. Erzähl ruhig weiter. Wir sind wirklich sehr froh, dass du heute da bist und das Ganze mit uns durch. Ist ja auch für uns ihr Stresstest. Ne? Wir wollten einfach mal noch wissen, ob du noch die alten Verkäufer-Skills noch drauf hast. Hat noch jemand irgendwie einen Schuh oder so für mich? Dass wir irgendwie. David mal. Dass wir David irgendwie. Ach du Scheiße. Okay, ein Schuh. Ich hab gesagt, ein Schuh. Nicht alle. Danke. Junge. David, du kennst doch The Wolf of Wall Street. Ja. Verkaufe mir diesen Schuh. Ja, naja, der macht ja das ja ein bisschen mit, warte, ich würd mal aufstehen. Komm mal her. Oh Gott, jetzt zieh aber richtig. Ich würde mal deinen Schuh dann halt nehmen. Gib mir den anderen noch. Ein bisschen Angst. Kannst du den Schuh gebrauchen? Ja. Siehst du? Komm, bitte, danke. Zähl mir dein. So. Schuhverkäufer des Jahres, ich sag euch, 2020. Ich hätte es bleiben können, aber ich dachte, als Influencer mache ich mich einfach besser. Deswegen. Hast du eigentlich gesehen, dass ich unter meinen Schuhen auch Schuhe anhabe? Ey, krass. Also, die wollte ich dir aber nicht ausziehen. Ey, vielen, vielen Dank hier nochmal für alle Fußfetischisten hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid, dass ihr einem Bescheid gesagt habt. Ich hoffe, euch gefällt die Show bisher. Sorry wegen der Internetprobleme, aber wir mussten halt alles für David ausgeben, deswegen konnte man sich nicht so gut das Internet leisten. Sorry dafür.